Ja, willkommen zur aktuellen Sendung. Heute geht es um das sehr, sehr zentrale Thema Recht. Nachdem wir es in der letzten Sendung mit dem Thema Macht zu tun hatten, da mache ich oben rechts den Link dazu rein. Recht und Macht verhalten sich recht eng zueinander im Politischen. Rechte sind häufig bezogen auf die Grundrechte. Und wir sehen hier eine sehr, sehr gute Übersichtsseite, wie ich finde, vom Deutschen Bundestag. Eine Homepage, die ich sehr empfehlen kann. Da gibt es im Bereich Service Parlamentsbegriffe. A bis Z ist so eine Art Lexikon. Und hier findet man auch unter Grundrechte eine ganz kurze, aber pointierte Auskunft. Und wenn man dann hier draufklickt, den Hyperlink, dann kommt man zu diesen Grundrechten, die eben in den Artikeln 1 bis 19 garantiert sind. Ich gehe darauf jetzt ein bisschen näher ein und möchte sie vorstellen, teilweise aber auch problematisieren und aktualisieren. Ja, so sieht es also aus. Es gibt Grundrechte, das ist das Recht, um das es eigentlich geht im Politischen. Politik hat es immer auch mit den Fragen nach Rechten zu tun, insbesondere nach Grundrechten. Das deutsche Grundgesetz enthält die Grundrechte von Artikel 1 bis 19. Was sind jetzt Grundrechte, kann man sich fragen. Das sind Rechte, die die Gesetzgebung, vollziehende Gewalt und Rechtsprechung als unmittelbar geltendes Recht binden. So jedenfalls die Auskunft des Grundgesetzes. Jetzt kann man sich natürlich genauer überlegen, was ist das jetzt hier, Gesetzgebung, vollziehende Gewalt und Rechtsprechung? Ganz klar, das sind die drei Gewalten, das ist die Gewaltenteilung. Das bedeutet, dass die Grundrechte für alle politischen Gewalten im Staat Geltung beanspruchen. Das ist die Legislative, ja, also die Gesetzgebung, konkret das Parlament. Die Exekutive, vollziehende Gewalt, ist die Bundesregierung. Und die Rechtsprechung, das ist die Legislative. Und konkret ist es das Bundesverfassungsgericht in höchster Instanz. Es gibt natürlich noch Amtsgerichte und so weiter und so fort. Aber die höchste Instanz, zumindest bezogen auf Deutschland, ist das Bundesverfassungsgericht. Es gibt natürlich noch höhere Gerichte, der Europäische Gerichtshof und so weiter und so fort. Aber auf nationaler Ebene ist das die höchste Instanz, die die Rechtsprechung betrifft. Ja, jetzt kann man hier noch ein paar weitere Fragen stellen. Artikel 1, wie verhält der sich zu den anderen Grundrechten? Ist er überhaupt ein Grundrecht? Und hier wird es ein bisschen schwierig. Er ist nicht auf derselben Ebene angesiedelt wie Artikel 2 bis 19, die Grundrechte. Er ist so eine Art Supergrundrecht, könnte man sagen, weil es die anderen Grundrechte erst begründet. Er ist also nicht so konkret, sondern ziemlich allgemein. Weil er aber so allgemein ist, kann er als Basis, als Begründung aller anderen Grundrechte dienen. Wie zum Beispiel im Artikel 5, das ist das Recht auf die freie Meinungsäußerung. Darauf gehen wir gleich noch ein bisschen näher ein. Er begründet sie dadurch, dass er das Wesen der autonomen und rechtsfähigen und rechtswürdigen Person bestimmt. Er spricht von der unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt. Man sieht also, Artikel 1 mit der Würde des Menschen hat eine globale Dimension, eine Dimension globaler Gerechtigkeit. Wenn diese Sache berücksichtigt wird, die Würde, dann so die Auffassung des Grundgesetzes, dann haben wir eine garantierte gute Basis, zumindest für globale Gerechtigkeit und globalen Frieden. Häufig entstehen eben Konflikte auch dadurch, dass diese Grundrechte nicht zugestanden werden oder infolge von Konflikten verlieren sie ihre Geltung. Was heißt jetzt unveräußerlich und unverletzlich? Unveräußerlich bedeutet, dass diese Grundrechte nicht von einer Person gelöst werden können. Sie machen eine Person erst zu einer Person, zumindest in politischer Hinsicht. In moralischer Hinsicht kann man sich fragen, ob da noch mehr dazu gehören muss. Aber aus politischer, vielleicht auch juristischer Sicht sind das diejenigen Grundrechte, die eine Person ausmachen, ohne die eine Person nicht gedacht werden kann. Und deswegen ist auch der Artikel 1 so wichtig, weil er das Ganze, die ganzen Grundrechte bezieht auf diese Würde der Person. Jetzt müssen wir uns mal ein paar Grundrechte genauer anschauen. Ich würde vorschlagen, Artikel 5.
freie Meinungsäußerung, Grundrecht auf freie Meinungsäußerung. Und wir sehen, in Zeiten der Digitalisierung wird der etwas problematisch. Warum? Wir können jederzeit an jedem Ort unsere Meinung im Internet oder anderen sozialen Plattformen, konkreter Twitter und so weiter, einer größeren Öffentlichkeit mitteilen. Also Öffentlichkeit, öffentliche Meinungsäußerung ist in Zeiten der Digitalisierung sehr leicht möglich. Man ist sehr schnell mit einer Meinung in der Öffentlichkeit. Und das kann passieren, dass wir dann die Grenzen dieser freien Meinungsäußerung auch überschreiten. Na, wir finden nämlich im Absatz 2 von Artikel 5 ein paar Informationen darüber, wo die Grenzen der freien Meinungsäußerung liegen. Und die finden sich dort, wo es um den Schutz der Jugend geht und auch vor allem um das Recht der persönlichen Ehre. Was heißt das jetzt? Wir dürfen nicht so weit in unserer Meinungsäußerung gehen, dass wir darin andere Personen beleidigen. Beleidigen vielleicht schon, aber nicht so beleidigen, dass wir ihre persönliche Ehre verletzen. Was ist denn jetzt das, die persönliche Ehre und ihre Verletzung? Es geht darum, dass unsere Meinungen nicht ehrrührig sind. Und das heißt so viel wie diffamieren. Wenn wir also anderen Personen etwas unterstellen, zum Beispiel unterstellen, sie seien verbrecherisch, wobei sie es nicht sind, oder in andere Dinge, gravierende Dinge unterstellen, dann überschreiten wir die legitimen Grenzen unserer freien Meinungsäußerung. Darin liegt also ein Problem. Das war in aller Kürze ein paar Gedanken zum Begriff des Rechts aus politischer Hinsicht, konkret am Beispiel der Grundrechte, Artikel 1 bis 19 des Grundgesetzes. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zu einer nächsten Folge.